Es ist immer der schönste Slot nach dem Mittagessen, Sie aus dem Suppenkoma noch mal rauszuholen. Und ich glaube, es wird vielleicht auch für das ein oder andere Thema durchaus Diskussionen geben. Und ich hatte gerade eben im Vorgespräch gesagt, ich glaube, dass wir im Moment in einer ganz, ganz komischen Zeit sind. Wir haben 2023, eigentlich noch am Anfang der 2020er Jahre, aber Sie haben schon ganz schön komisch angefangen. Mit einer Pandemie, mit der wir zwar in der Theorie rechnen konnten, aber als sie dann doch da war, ja, relativ unvorbereitet und reingekommen sind, mit den Folgen, die wir jetzt gerade spüren, mit Inflationsängsten, Rezessionsängsten, mit einem Ukraine-Krieg, mit drohenden geopolitischen Verwerfungen. Und wir sind ganz schön gestresst derzeit. Und ich merke das in meiner Praxis. Wir hatten eben gerade gesagt, ich habe mit 22 angefangen, mit Unternehmen zu arbeiten, wie die kommenden 10 Jahre werden und welche Disruptionen, also welche, wir nennen das gerne disruptiven Opportunitäten, sich in den kommenden 10 Jahren ergeben. Und wir haben derzeit so unglaublich viele Umbrüche, Durchbrüche technologischer Art, aber eben auch so viele Fragen. Und wir merken, wie komplex unsere Welt geworden ist und wie schwierig es ist für uns als Individuum, dann sich auch noch einen Reim darauf zu machen. Und darum möchte ich mit Ihnen teilen, was wir bei der Future Matters, das ist ein kleines Beratungsunternehmen in Zürich, wir sind ungefähr ein Dutzend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in verschiedenen Bereichen nach diesen technologischen Durch- und Umbrüchen forschen. Wir machen so ungefähr 120 Full-Time Equivalents an Research jeden Monat. Und das machen wir in der ersten Linie nicht, indem wir irgendwie die klassischen Zeitungen lesen, sondern indem wir auf Kongressen sind, indem wir Patentschriften durchschauen, indem wir in den Foren, wo über neue Technologien unter den Menschen, die die erfinden, diskutiert wird. Und wenn Corona nicht dazwischen kommt, auch sehr viel, indem wir, wie Dr. Leber auch, uns einladen bei den Menschen, die an der Zukunft arbeiten. Denn es hat sich erwiesen, dass die beste Art herauszufinden, was die Zukunft bringen kann, darin besteht, mit den Menschen darüber zu sprechen, die wirklich daran arbeiten. Sie zu fragen, welche Hürden müssen wir denn noch überschreiten? Mit welcher Dynamik entwickelt sich im Moment diese Technologie? Also werden wir pro Jahr 1, 2, 3% besser oder werden wir pro Jahr 50% besser? Und tatsächlich dann auch sogenannte Tipping Points zu bestimmen, also Umbruchpunkte, an denen vielleicht ein bestehendes Geschäftsmodell, eine bestehende Technologie abgelöst wird, weil das Neue immer der Feind des Alten oder das Bessere, der Feind des Status Quo ist. Und das haben wir in der Vergangenheit relativ häufig gesehen. Und was ich Sie bitten möchte, gerade in diesen Zeiten, ist, es werden einige Themen aufkommen, die vielleicht sogar spaltend wirken, wo einige von Ihnen wahrscheinlich irgendwie merken, dass ihre Fäuste sich so langsam zusammenziehen. Vielleicht haben sie die in der Tasche, weil sie eine Meinung haben, das unbequem ist. Und auch das ist ein Phänomen unserer Zeit. Ich war vor 5 Jahren hier, ich war vor 10 Jahren da. Da konnte man über Zukunft noch anders reden. Und ich sage das immer in einer kleinen Anekdote, die ich neulich einem Manager von der Automobilwirtschaft erzählt habe. Ich habe gesagt, weißt du, wenn wir uns vor 20 Jahren haben sich 2 Männer in einer Kneipe zufällig an einem Tresen getroffen. Und wie es dann so häufig ist, man kommt ins Gespräch und man redet über irgendwas, über Autos zum Beispiel. Und der eine sagt, ich habe mir gerade einen neuen Diesel gekauft, super Sache, braucht nur 5 Liter auf 100 und so. Und der andere sagt, einen Diesel würde ich mir nie kaufen, dieses laute Nageln und mein Nachbar hat auch einen. Und dann rußt der und das ist nicht gut, ein Benziner, das ist das Richtige. Und dann konnten diese beiden Männer, ich sage jetzt einfach Männer, weil das ist jetzt nicht ein Klischee, sondern einfach nur eine Idee, konnten die wunderbar 10, 20 Minuten sich trefflich darüber streiten. Und nach 20 Minuten hat der eine gesagt, weißt du was, fahr du deinen Diesel weiter, ich kaufe mir jetzt einen Turbobenziner, aber doch 2 Bier bitte. Wenn sich heute diese gleichen Menschen an der Bar vielleicht treffen und sie fangen an, über Antriebskonzepte zu sprechen,
Dann sagt der eine, also ich glaube an den Verbrenner. Und der andere sagt, oh, was bist denn du für einer? Nein, nein, Elektro ist die Sache. Und dann, ah nee, aber die Batterien und die Kinder im Kongo und Welt. Und ah, bist du ein Greta-Liebhaber oder bist du auch einer, der den Klimaklebern irgendwie da ist? Und was ist mit deinem Umweltbewusstsein und deiner Verantwortung für die künftigen Generationen? Das kann zu einem richtigen Barfight werden. Und ich weiß nicht, ob die sich dann hinterher wieder so einigen können und sagen, weißt du was, kauf du dir den Verbrenner und du fährst Elektro und wir bestellen noch ein Bier. Und weil die Systeme größer geworden sind, weil wir verstehen müssen, wie Dinge zusammenhängen, und das ist anstrengend. Auf einmal geht es nicht nur darum, nagelten Diesel zu laut oder ist das Drehmoment besser als irgendwie ein anderes Konzept, sondern wir müssen über Energie fragen und über die Existenz kommender Generationen und geopolitische Implikationen und unglaublich große Systeme nachdenken. Und ich glaube, wir müssen heute, und darum freue ich mich so, auf dieser Konferenz zu sein, versuchen, mal in den Hubschrauber zu steigen und einen anderen Blickwinkel zu erzeugen auf das, wo wir derzeit stehen. Raus aus diesem Hamsterrad und aus dieser Überforderung, die wir im Alltag schon damit haben, einfach nur diese Woche in irgendeiner Form zu regeln. Wie geht Zukunftsforschung? Und das würde ich dann gerne ergänzen zu dem, was Dr. Leber schon am Anfang gesagt hat, weil er hat schon die Hälfte gut erklärt, wie es geht. Und die andere Hälfte würde ich gerne mit einer kleinen Parabel noch beschreiben. Es geht darum, dass wir verstehen, dass die Zukunft kein Zufall ist. Und sie wird auch nicht irgendwie, sie ist kein Schicksal, in das wir einfach reinlaufen, sondern Zukunft wird tatsächlich gestaltet. Steve Jobs sagte zur Vorstellung des iPhones 2007 auf der Pressekonferenz zu den Zweiflern in der Gruppe, die sagten, das wird sich ja niemand kaufen können und die Jugendlichen sowieso nicht und dann Simlock von AT&T und viel zu teuer und wir haben Blackberries und wir brauchen das schon. Und er merkte, dass die Leute nicht die größeren Zusammenhänge begriffen haben, warum es eben kein Telefon war, sondern ein neues Kommunikationsgerät, was Menschen ganz andere Möglichkeiten brachte. Und er sagte, if a trend becomes obvious, you're too late. Wenn der Trend erstmal offensichtlich ist, dann ist man zu spät. Und wir haben eben nicht nur lineare Trends, die einfach so weitergehen für immer, sondern wir haben immer wieder es mit Trendbrüchen zu tun. Und diese Trendbrüche, die können entweder schmerzlich sein oder sie können aus Investorinnen- oder Investorensicht enorm spannend sein. Weil viele dieser Trendbrüche sind mit Exponentialitäten verbunden. Das heißt also mit Wachstumschancen und anderen Chancen, die viel größer sind, als wenn wir einfach auf ein immer weiter so und immer schön linear nach vorne denken nachgehen. Wir nennen diesen Punkt, an dem eine neue Technologie eine Reife erreicht, an dem sie exponentielles Wachstum erreicht, gerne den Tipping Point. Angelehnt an Gladwell, der das mal für Marketing gemacht hat. Und die beste Art, das zu beschreiben, ist mit Popcorn. Und ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon erzählt, aber vielleicht hat der eine oder andere die Story vergessen oder diejenigen, die heute das erste Mal mich hören, will ich das kurz erklären. Folgendes Dilemma. Sie sind kommenden... Fußball ist ja durch jetzt, aber gut. Aber nehmen wir an, Sie hätten sich letztes Wochenende verabredet und hätten geguckt, wir gucken zusammen Fußball und Sie haben alles vorbereitet, die Chips, die Avocadosoße und alles. Und irgendjemand sagt 5 Minuten vor dem Anpfiff, oh, wisst ihr was, Popcorn, das wäre noch schön. Und Sie da, ich glaube, wir haben da was in der Küche. Gucken in die Schubladen und sehen, na, tatsächlich noch eine Packung mit Popcorn. Und sie sagen, komm, 5 Minuten bis zum Anpfiff. Man hört schon die Kommentatoren alle drauf einstimmen. Aber alle versammeln sich in der Küche, tun auf den Boden eines großen Topfes, der auch einen Deckel dazu hat, ungefähr einen halben Finger breit hitzebeständiges Speiseöl. Und man nimmt dann ungefähr für 2 Personen braucht man immer eine Handvoll Popcorn-Mais. Tut die schon gleich in das Öl, wie es warm wird. Topf auf den Herd, über die Ceranfläche anschalten und jetzt fragt man seine Freunde, sag mal, was glaubst du, wie lange das dauert, bis wir Popcorn kriegen? Eigentlich eine Zukunftsprognose. Nicht lange in die Zukunft, aber immerhin. Und das ganze System läuft schon, also das heißt, der Herd wird warm, die kleine LED-Leuchte am Rande des Kochfeldes geht an und zeigt an, Achtung, die Platte wird heiß. Und dann hört man ein erstes Geräusch, nämlich so dumm.
Und die Übereifrigen von uns, das sind die, die in dieser in der Technologiediffusionskurve immer schon oder in dem Gartner Hype Cycle schon beim ersten Hype sagen, ja, gleich geht's irgendwie weiter. Die sagen, oh, es geht schon los, geht schon los, geht schon los, nach 20 Sekunden. Was war dieses Geräusch? Es war ein Zeichen dafür, dass etwas passiert ist. Es war ein kleiner Wassertropfen zwischen Topfboden und Ceranfeld, der sich seinen Weg nach außen gesucht hat in dem Moment, wo es Dampf wurde und den Boden des Topfes einmal kurz angehoben hat und wieder runterfallen ließ. Und das war das Geräusch. Dunk. Aber es war eine Fehlprognose, weil Popcorn ist noch nicht da. Eine Minute geht durch, zwei Minuten gehen durch. Man hört, dass die Leute schon am Mittelkreis stehen, also vom Fernseher, der das Spiel überträgt. Und jetzt kommt eine andere Prognose von Leuten, die sagen, du weißt du was, das Spiel fängt gleich an, ich glaube, das wird nichts mehr. Und was die machen eine sogenannte lineare Prognose, die nehmen das, was sie aus der Vergangenheit gesehen haben und projizieren das in die Zukunft. Und die letzten zwei Minuten kein Popcorn, also in den nächsten zwei Minuten auch kein Popcorn. Aber die wirklich Schlauen von uns versuchen, das System zu verstehen. Und das versuchen wir hier alle. Und wir können das mittlerweile so viel besser, weil wir haben künstliche Intelligenz und wir haben diese tollen Methodiken, ganz, ganz schnell an die benötigten Informationen zu kommen, die wir brauchen, um eine vernünftige, logische und technologiebasierte Prognose zu machen. Und wir haben ja dieses wunderbare Gerät, jetzt mittlerweile in Version 14 oder in, also ganz schön viele Innovationszyklen dazwischen, sehr billig, überall verfügbar mit 5G, wo wir das Wissen der Welt jederzeit für Nulltarif anzapfen können. Und was macht die dritte Person, die auf diesen Popcorn-Topf schaut? Die sagt, so, machst du ein Fleischthermometer? Ja, Schublade auf, ist irgendwie so ein Mieter drin oder tatsächlich so ein klassisches Fleischthermometer. Kann man ja unten auf den Topfboden geben, um die Temperatur des Öls zu sehen. Und jetzt brauchen Sie nur noch das Wissen der Welt, auch wenn Sie nie zuvor Popcorn auf diese Art und Weise gemacht haben, anzuzapfen und Sie googeln Popcorn. Und Sie sehen den Wikipedia-Eintrag weit oben auf der Suchliste und da steht drin, Popcorn poppt in heißem Öl bei ungefähr 180 Grad. Und Sie haben ja noch Zeit, weil das Thermometer zeigt irgendwie 140 Grad an und Sie sehen, aha, Popcorn poppt, ganz logisch, weil der Popcorn-Maiskorn besteht aus drei verschiedenen Schichten, der dieser gelb-braunen Haut, die nachher zwischen unsere Zähne geht, dann kommt eine Schicht getrocknete Maisstärke, getrocknet durch die Sonne des Sommers, steinhart, wenn man drauf beißt, kann man sich seinen Zahn kaputt machen, aber in der Mitte sehen wir, da ist der Keim, der umgeben ist von etwas Maisöl und Wasser. Und ich meine, das wissen wir fast alle. Wasser hat drei Aggregatzustände fest, also unter 0 Grad, flüssig von 0 bis 100 Grad und über 100 Grad wird es dann Dampf und erzeugt einen unglaublichen Druck. Und genau das passiert. In dem Moment, wo das Wasser anfängt zu verdampfen, staut sich dieser Druck und irgendwann explodiert dieser Popcorn und der Dampf diffundiert in die Poren der noch feuchten Maisstärke, die den Keim umgibt und bläht das auf wie Styropor. Also eine Verdreißigfachung des Volumens. Und wenn man jetzt dieses Thermometer als Messinstrument hat, dann kann man sehen, aha, wir sind jetzt bei 150 Grad und es steigt eine Sekunde, ein Grad pro Sekunde, 151, 152, 153 und jetzt können Sie zu den anderen Leuten sagen, wisst ihr was, in 30 Sekunden haben wir Popcorn. Und diese Prognose stimmt bis auf wenige Sekunden genau. Kommt noch ein bisschen auf die Höhe drauf an, also ob Sie bei 400 Meter oder 1500 Meter das machen, aber das ist völlig egal, es geht relativ gut, eine sehr genaue Prognose. Und dann sehen wir, das erste Popcorn poppt und wenn Sie jetzt den Deckel noch nicht auf dem Topf haben, dann sollten Sie es tun, weil dauert es nochmal zwei, drei Minuten, bis das nächste Popcorn poppt. Nein, das geht. Pop, 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 und innerhalb von wenigen Sekunden poppen alle, bis auf die ein kleines Loch haben, wo der Dampf so außen rauskommt. Und das ist exponentielles Wachstum. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, also wirklich so das Mooresche Gesetz in ganz komprimierter kleiner Form. Und wir unterschätzen ja immer diese Macht der Exponentialität. Und wie oft haben wir das gesehen? Wir haben Aktien gesehen, die auf einmal tatsächlich sich von Jahr zu Jahr verdoppeln. Und eine Verdoppelung, 10-mal Verdoppelung ist ja eine ganze Ecke, nicht? Also ich meine, es gibt dieses Rich Uncle Experiment, also ich erzähle schon wieder zu viel, aber ich mache es ganz, ganz schnell, weil ich erzähle das meinen Kindern immer. Und sagt, also stellt euch vor, ein reicher Onkel aus Amerika kommt, ihr gebt euer Kinderzimmer für die Zeit, wo er hier bei uns wohnt, ab. Und der reiche Onkel sagt, ah, pass mal auf, wir machen das so. Ich weiß, dass du dein Kinderzimmer aufgebaut hast, ich will dir ein bisschen Geld geben. Du kannst entweder $100 jetzt sofort haben
Oder ich gebe dir $1 heute, $2 morgen, $4 da drauf. Also das heißt, ich verdoppel in diesen 10 Tagen, wo ich da bin, die Anzahl der Dollar. Und viele würden sagen, komm, 100 her. Nicht? Also was 1, 2, 4, 8, 16, 32, dauert ewig. Aber 10 mal $1 verdoppeln sind 1024. Wenn er sich entschließt, 10 Tage länger zu bleiben, werden aus den 1000 eine Million. Und wenn er einen Monat bleiben würde, wären wir Milliardär. Wenn er zu seinem Versprechen bleiben würde. Gut, das also nur zur Einstimmung der Exponentialität. Und jetzt fangen wir mal an mit 2 Dingen. Ich habe mir vorgenommen, Sie auf der einen Seite ein bisschen zu schockieren mit Trends, die, wenn man sie richtig durchdenkt, einem schon Sorgen, Angst und Schweißperlen auf die Stirn treiben können, weil für viele dieser Trends haben wir noch gar nicht die richtigen Antworten und Lösungen, wie wir damit umgehen. Und die zweite Hälfte oder vielleicht das letzte Drittel habe ich eine Liste zusammengestellt von Dingen, auf die wir uns freuen sollten, wenn wir über die Zukunft nachdenken. Nun, 10 Jahre, 520 Wochen, kurze Zeit. Wir tendieren dazu, zu überschätzen, was wir in einer kurzen Zeit hinbekommen und zu unterschätzen, was in einem Jahrzehnt möglich ist. Und das möchte ich Sie im Kopf zu behalten, diese Umbrüche, die kommen schneller, als wir manchmal denken. Der große Supertrend, und ich nenne es nicht mehr den Megatrend, sondern den Supertrend, ist tatsächlich das, was im Moment mit künstlicher Intelligenz passiert. Ich habe vor 5 Jahren scherzhaft über die künstliche Intelligenz gesprochen, unter dem Titel Das Ende der Dummheit. Und es gab einen kleinen Lacher im Publikum, weil ich prognostizierte, dass irgendwann Anfang der 20er Jahre wir an einen Tipping Point kommen würden. Den können wir nicht genau beschreiben, aber wir nennen ihn intern das Ende der Dummheit. Weil wir sind ja umgeben von Dummheit. Und einige schmunzelten und dachten an ihre Verwandten, Nachbarn oder Arbeitskollegen und haben an die Dummheit der Menschen gedacht. Ich redete aber von einem Szenario oder einer Utopie, dass wir eine Technologie haben könnten, die von dem Level der Intelligenz, also der Möglichkeit, Dinge zu verstehen, zu analysieren, zu durchleuchten, uns bei unserer täglichen Arbeit zu helfen, an den Paritätspunkt kommen, dass sie sagen, hey, da kann eine Maschine das, was wir über die Zeit in unserem Gehirn, in unseren neuronalen Netzen an Lernen, an Dingen gelernt haben und die deutlich beschränkt ist. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt. Und jetzt lachen wir nicht mehr. Wir lachen im Moment über ChatGPT, weil wir ab und zu sehen, das macht einen Fehler oder gibt eine falsche Antwort oder hat einen Bias oder sowas. Aber die Verbreitung von ChatGPT, das ist so der allererste Ausblick auf das, was in den nächsten 100 Wochen die gesamten Gesellschaften verändern wird. Neueste Studie von Oxford vor 2 Wochen, 90% aller Schülerinnen und Studenten in England nutzen ChatGPT in ihren Schulaufgaben oder in ihren Studien. Übrigens nur 10% der Eltern glauben, dass ihre Kinder mit dieser Technologie arbeiten. Und das ist immer ein ganz guter Frühindikator, wie schnell das Ganze geht. Aber wovon sprechen wir? Künstliche Intelligenz imitiert im weitesten Sinne das, was wir Menschen brauchen, um ein intelligentes Wesen zu werden. Wir sind ja nicht von Grund aus ausgestattet, dass wir alles wissen oder dass wir vorprogrammiert in die Welt kommen und das machen können, was sie jeden Tag machen, sondern wir kommen auf die Welt mit relativ wenig Vorprogrammierung. Also wenn ein Säugling das Licht der Welt erblickt und auf die Welt kommt, dann weiß dieser kleine Mensch eigentlich noch nicht viel. Ganz im Gegensatz zu einem Vogel, der vielleicht jetzt gerade im Frühling in einem Nest ausschlüpft hier, da ist das meiste einprogrammiert. Der muss nicht zur Flugschule gehen, um fliegen zu lernen und der muss auch nicht ein Architekturstudium machen, um nur mit seinem Schnabel die richtigen Äste und Baumaterialien zu finden, um die richtige Astgabel zu finden, um ein neues Nest zu bauen und die Erhaltung der Art zu machen und das tatsächlich zu machen. Das ist alles drin, aber bei uns nicht. Was machen wir? Wir fangen an, unsere Augen zu öffnen irgendwann. Und wir gucken in Gesichter von Menschen, wir sehen Unterschiede, wir machen Mustererkennung. Das heißt also, wir erkennen Muster und sagen, das Gesicht sieht anders aus als das. Ein paar Monate später fangen wir an zu fremdeln, weil wir merken, ich kenne bekannte Gesichter und unbekannte Gesichter. Dann hören wir gewisse Worte oder Töne auf unserem Trommelfell und merken, das sind nicht nur Töne, das sind Signale, die haben eine Bedeutung. Und die Mama sagt immer, Mam, Mam, und dann gibt es was zu essen. Und irgendwann pressen wir unsere Lippen zusammen und üben und sagen, Mam, Mam, kriegen dann Reinforcement.
Reinforcement Learning, so nennt man das in der AI, also wenn man durch Belohnungsmechanismen sagt, das war jetzt eine gute Entscheidung, das zu tun, weil es gibt was zu essen, es gibt sogar noch ein Lächeln dazu. Und dann fangen wir an, Wörter zu verstehen, zur Schule zu gehen, die Welt mit offenen Augen zu begreifen und zu sagen, wo sind diese Zusammenhänge, diese Muster, diese Systeme, die wir brauchen, um das zu tun. Wir sind aber beschränkt durch einen genetischen Punkt, nämlich die Leistungsfähigkeit oder die Intelligenz unseres Gehirns. Wir können viele Muster erkennen, aber wir können beim gewissen Komplexitätsgrad wird das unglaublich schwer. Wir müssen sehr viel Zeit aufwenden. Wir brauchen manchmal Jahre, wenn vielleicht nicht sogar Jahrzehnte, um gewisse Muster in der Retrospektive zu erkennen. Nun, Large Language Models, und das ist das, wovon wir im Moment, wenn wir von AI oder von KI reden, die basieren auf menschlicher Sprache. Und das war der große Durchbruch, den eigentlich die meisten Menschen, die in der künstlichen Intelligenz seit vielen Jahrzehnten forschen, selber nicht richtig voraussehen konnten. Denn es war eigentlich ein Nebenprodukt, dass man sagte, wir lassen jetzt einfach mal eine künstliche Intelligenz ganz viel lesen. Und man hat denen, also man hat denen noch nicht mal richtig Zugang zum Internet gegeben, sondern zuerst einmal alle möglichen Bücher, Romane und technische Beschreibungen und Physikbücher und Textbücher und alles Mögliche gegeben und hat gesagt, guck mal, ob du irgendwelche Muster siehst, wie Menschen Sprache benutzen. Und siehe da, wenn man ChatGPT jetzt benutzt oder GPT-4, das sind Worte oder sprachbasierte Ausgaben, wo die KI berechnet, was ist eigentlich das nächste Wort, was logisch wäre. Und eigentlich dachte man, das wäre gut für irgendwelche Übersetzungen oder für Dinge, dass man hilft, ein Gedicht zu schreiben. Aber es stellt sich heraus, dass fast alles, was wir Menschen lernen und was wir in der Kultur benutzen, um die Welt zu verstehen, auf Sprache basiert. Und wenn man das mal überlegt, tatsächlich Gesetze, es ist Sprache, wo wir uns irgendwann hingesetzt haben und haben gesagt, bevor wir irgendwie, jeder hat sein eigenes Recht, wir müssen aber irgendwie sehen, dass wir das geregelt kriegen. Wir tun das in Sprache, sodass das Leute verstehen. Religionen basieren auf Sprache, dass man Geschichten erzählt, dass man Werte und Ethiken vermitteln kann. Storytelling ist die älteste Form der Wissensvermittlung und sie basiert auf Sprache. Und selbst Physik, Mathematik ist Sprache. Und was uns total überrascht hat, ist, wie gut die Intelligenz damit umgehen kann. Schon heute kann ChatGPT oder GPT-4 das zweite Staatsexamen in Jura in Deutschland besser bestehen, also ist above 90% of the class. Also sie sind praktisch da unter den Top 10. Sie wissen, wie schwierig das ist, wenn Sie das selber mal gemacht haben oder Sie haben Kinder oder Bekannte, die 4 Jahre lang büffeln, um tatsächlich diese Staatsexamen in irgendeiner Form zu kriegen. Wir sind an dem Punkt, an dem das Gleiche auf die Medizin anwendbar ist, dass wir also gewisse Muster erkennen können oder uns die Organe, Knochen, Funktionen auf Biologie anwendbar ist. Wir sehen, dass mittlerweile diese Systeme an den Tipping Point gekommen sind, an dem eine Anwaltskanzlei sagen kann, also wenn es darum geht, einfache Verträge aufzusetzen oder eine neue GmbH zu gründen oder einen Gesellschafterbeschluss umzusetzen oder eine Kapitalerhöhung zu machen, dass das dieses System auf Zuruf machen kann. Und das Wahnsinnige ist die Geschwindigkeit. Wir müssen uns vorstellen, ChatGPT wurde vorgestellt der Öffentlichkeit, also oder dass wir das überhaupt wahrgenommen haben, im November letzten Jahres. Das sind 30 Wochen. Und wir haben heute über 200 Millionen Nutzer auf dieser Plattform, also viel, viel schneller als jede andere Technologie. Sie wird im täglichen eingesetzt und es ist gerade mal der Anfang einer neuen Technologie. Wir kommen an diesen Paritätspunkt, an dem wir eingestehen müssen. Und das ist, glaube ich, das, was uns Menschen so stresst. Wir wussten bislang, dass wir das intelligenteste System auf diesem Planeten sind. Das heißt, wir wussten, wir sind ein bisschen schlauer als die Tiere, die wir jagen, oder wir können Fallen stellen, oder wir können uns Dinge bauen, und wir haben Kultur geschaffen und Gesetze gemacht und Architektur verstanden und alles. Wir waren die Krone der Intelligenz. Da war nichts. Und die Computer, die wir bis jetzt hatten,
die konnten uns nicht wirklich bei dem helfen, was uns ausgezeichnet hat, nämlich gute Entscheidungen treffen, komplexe Sachverhalte zu verstehen oder im Alltag diese ganzen Dinge abzuarbeiten, die im Moment uns die Zeit fressen. Aber es hat uns auch dazu gebracht, mit dieser wahnsinnigen Vernetzung, Globalisierung und Digitalisierung, dass wir an unsere Grenzen gekommen sind, mit so viel Information und Kommunikation täglich überhaupt mitzukommen. Sie haben bestimmt das gleiche Problem wie ich. Ich nutze WhatsApp, ich nutze ein paar soziale Medien, ich habe noch E-Mail. Wie häufig bestätigt man jemanden auf WhatsApp, ja, ich komme am Freitag und vergisst es einzutragen oder die Assistentin kann es gar nicht sehen, weil es halt irgendwie auf einem privaten Kanal ist im Vergleich zu dem anderen. Wir kriegen mehr Informationen denn je, vieles davon fake, vieles davon, das ganz klare Ziel hat, uns zu beeinflussen. Und übrigens, ChatGPT oder diese Language Models, die sind super gut da drin, die richtigen Worte zu finden, um sie von etwas zu überzeugen, was irgendjemand anders möchte. Das ist so und das ist ein Problem, ein riesiges Problem. Auf der anderen Seite, wie kommen wir aus diesem Hamsterrad raus, in dem wir im Moment sind? Und das geht unglaublich schnell. Vielleicht haben Sie von Microsofts Copilot schon mal gehört, von dem Begriff. Microsoft hat sich vor ungefähr 20 Wochen mit 10 Milliarden und nochmal weiteren Versprechen auf weitere Finanzierung an OpenAI, also dem Entwickler von ChatGPT, beteiligt und überträgt das jetzt auf seine Office Suite. Das heißt, Sie haben im Moment Office 360. Dafür bezahlen Sie vielleicht 140 Euro pro Lizenz pro Jahr. Dafür haben Sie Excel und Word und PowerPoint und diese ganzen anderen Sachen. Und Sie mühen sich damit ab, weil immer ändert sich was. Eine PowerPoint-Präsentation Sie machen, die hinterher irgendwie gut aussieht, das dauert einen Tag manchmal oder manchmal sogar länger. Und die bringen jetzt etwas raus, da bauen Sie diese Technologie ein und es ist eine totale Revolution. Ich bin sehr gespannt, wie Sie das bepreisen, weil ich habe mich gefragt, wenn Sie sagen, es gibt das normale Office, da musst du selber tippen und denken und designen und tun, oder es gibt diesen Personal Assistant, Copilot genannt, mit dem du im Dialog reden kannst. Mit dem redest du, als ob du einen Experten auf der anderen Seite hättest, der richtig gut PowerPoint kann, Grafiken kann, Excel-Listen kann, Texte schreiben kann, recherchieren kann, Bilder erzeugen kann, Videos machen kann, Webseiten kreieren kann und so weiter. Und das machst du im Dialog. Und ich frage mich, wenn die sagen würden, das kostet 5.000 anstatt 140, würde ich das kaufen? Ja. Und stellen Sie sich mal bitte vor, Sie können eine PowerPoint-Präsentation, wo Sie vorher 2-3 Tage dran rumgebastelt haben und sie sah immer noch Mist aus, jetzt mit einem Dialog machen. Wir machen eine Sales-Präsentation über unseren Fonds, nimm das Logo von unserer Firma, findest du im Internet, machen eine schöne Einleitung, ich hätte gerne ein Zitat, was irgendwie zu dem passt, was wir hier gerade machen, da findest du auch irgendetwas. Jetzt machst du eine Darstellung der letzten 20 Jahre von der Entwicklung gewissen Märkten, such dir, wir machen eine Hypothese, dass Ladeinfrastruktur jetzt irgendwie boomen wird, darum such auf den europäischen Markt bitte das Verhältnis raus zwischen verkauften EVs und installierten Ladesäulen und finde raus, welche im Moment am interessantesten sind. Und so reden Sie mit diesem Gerät 10 Minuten lang und dann ist es fertig. Sie kriegen die E-Mails morgens und das System sagt, ja, da sind über Nacht 40 E-Mails reingekommen, die meisten konnte ich schon so beantworten, da waren einige einfach Terminanfragen oder Nachfragen oder wollten die Präsentation nochmal haben. Bei den anderen habe ich dir schon vorbereitet, wie eine Antwort sein könnte, ich lese sie dir kurz vor und du sagst einfach, ist okay so. Und die sind besser formuliert, dass ihre Kunden wahrscheinlich sagen werden, meine Güte, der ist richtig empathisch und freundschaftlich und richtig toll, nicht so. Und das Gleiche mit Excel. Man kriegt irgendwie einen Businessplan und sagt immer, guck die mal einmal durch und sagt, wo sind Auffälligkeiten, wo du sagst, irgendwie stimmt da was nicht. Mit Word, Briefe schreiben, also ChatGPT ist klasse. Also geben Sie mir einfach mal ein, schreibe ein Liebesgedicht an meine Frau, in der das Wort Liebe nicht vorkommt, im Stile von Goethe. Und dann, wupp, es ist fertig. Also es ist einfach unglaublich. Wir reden jetzt aber nicht über das Jahr 2033, wir reden über das Jahr 2023, das Jahr, in dem wir leben, weil es wird dieses Jahr rauskommen. Und das Positive ist, die nächsten paar Jahre haben wir die Chance, dass wir unsere persönliche Produktivität so unglaublich steigern, wenn wir dieses wahnsinnige Werkzeug machen. Unser Head of Research hat mir gerade gestern einen interessanten Vergleich gegeben, hat gesagt, stell dir vor, das ist wie wenn man vorher ein Fahrrad gefahren ist und hat auf einmal ein E-Bike.
man kommt einfach viel schneller und einfacher und weiter. Also das heißt, man muss immer noch treten, wir müssen immer noch arbeiten und denken und gute Fragen stellen und diesem Gerät die ein oder andere Idee geben, aber man kommt so viel schneller ans Ergebnis. Und das ist vielleicht dieser Produktivitätsschub, auf den wir ja seit 20, 30 Jahren warten, wo wir sagten, wann kommt durch die Digitalisierung oder durch die Computer tatsächlich dieser Zuwachs an Produktivität, der uns immer versprochen wurde. Ich glaube, der kommt jetzt in den nächsten 260 Wochen. Und diejenigen, die das richtig einsetzen, können ihre Produktivität verdoppeln, verfünffachen, verzehnfachen. Zwei, drei kleine Beispiele. Wenn Sie heute eine Werbeagentur hätten, und Sie haben 15 Leute beschäftigt, ein Grafiker, ein Texter, ein Kontakter, ein Webdesigner, einer, der die Datenbankanbindung machen kann und Social-Media-Optimierung machen kann, dann können Sie, und das ist der schlechte Teil der Equation, zwei Drittel davon entlassen und Sie können sich mit dem Kunden am Abend hinsetzen mit einem großen iPad und sagen, wie hättest du es gerne, Arsch, wir machen mal ein dunkles Thema und jetzt machen wir mal einen schönen Text rein und ein Bild generieren wir mit Journey, das sind also, da können Sie Bilder generieren, die sind schöner, als wenn Sie einen Fotografen beauftragen würden, etwas zu machen. Der Text wird optimiert, dass Ihre Zielgruppe das richtig emotional und schön findet. Es wird optimiert, dass die Suchmaschinen das automatisch machen können. Es wird programmiert, angebunden an irgendwelche Dinge und Sie sind nach einer Stunde damit fertig. Das ist Produktivität. Und wahrscheinlich ist, wenn Sie das richtig machen, dann haben Sie weniger Kosten für die Leute zu machen und haben eine wesentlich höhere Produktivität. Bei Anwaltskanzleien praktisch das Gleiche. Wenn Sie selbstständig sind, Sie können wesentlich mehr Informationen verarbeiten und Sie können, und das ist dann der nächste Schritt, darauf hoffen, dass wir ungefähr im Jahre 2026, und das ist ja nicht weit weg, sind noch 200 Wochen, nee, weniger, 150 Wochen, einen digitalen persönlichen Assistenten haben, der wahrscheinlich Ihre wichtigste Erweiterung Ihrer eigenen Intelligenz wird, die Sie in Ihrem Leben je erfahren haben. Jetzt wird spannend. Wir bezeichnen das, was im Moment unter AI zusammengefasst wird, als Artificial Intelligence, in der Zusammenarbeit mit dem Individuum als Augmented Intelligence oder Ambient Intelligence. Also stellen Sie sich vor, Sie hätten 24 Stunden, 7 Tage die Woche, eine Intelligenz, der Sie stark vertrauen können. Und ich werde über das Thema Datenschutz heute nicht reden, weil es würde einen kompletten Vortrag brauchen. Aber der so nah an Ihnen dran ist, dass er lernt, wie Sie funktionieren. Der Sie beobachtet, der Ihnen hilft, wenn Sie Hilfe brauchen, der Ihnen hilft, schneller zu lernen und Dinge schneller zu begreifen. Und dieser Punkt ist nicht im Jahre 2033, der ist im Jahre 2025, 2026 erreicht. Sehr spannend wird es, wer diesen Assistenten uns zur Verfügung stellt. Aber stellen Sie sich vor, Sie geben sich selber Ziele und sagen, ich würde gerne noch eine weitere Fremdsprache lernen. Spanisch wäre ganz schön. Und Sie sagen Ihrem Assistenten, weißt du was, bring mir Spanisch bei. Und zwar auf eine Art und Weise, die mir liegt. Du kannst zum Beispiel, wenn du mir auf der Autofahrt irgendwie etwas vorträgst oder mir eine Wissenslücke schließt, immer mal wieder ein spanisches Wort da rein tun. Und das wird automatisch erkennen, welche Lehr- und Lernmethode für mich am besten ist. Es wird mir zuhören, wenn ich Ihnen heute einen Vortrag mache und wird mir auf der Rückfahrt sagen, Lars, zwei, drei Dinge könntest du besser machen das nächste Mal bei deinem Vortrag. Oder du hast zwei, drei Dinge erzählt, die gar nicht so stimmen. Korrigiert mich. Es kann sein, dass ich Streit habe mit meiner Frau oder mit meinem Lebenspartner oder in einem Familiensetting, wo wir nicht rauskommen, weil wir streiten und streiten und streiten und irgendwas sagt uns unser persönlicher Assistent, weißt du was, eigentlich wollt ihr das Gleiche, ihr habt nur eine unterschiedliche Art, das auszudrücken. Ihr nehmt verschiedene Wörter, probier es doch mal so. Und wenn man mal überlegt, was für ein Benefit das bringen könnte, dass wir tatsächlich sagen, wir haben einen Coach an unserer Seite, der uns ermöglicht, viel schneller Dinge zu begreifen, für die wir manchmal 10 Jahre brauchen und in der Retrospektive sagen, oh, hätte ich das 10 Jahre früher gewusst. Jetzt haben wir das. Wir können während eines Lebens wahrscheinlich viele verschiedene Dinge erlernen. Wir können unsere Lücken schließen, wir können Muster schneller erkennen und es wird unglaublich werden. Aber wie geht die Gesellschaft damit um? Und das macht mir im Moment Schweißperlen auf der Stirn. Denn wir reden von einem unglaublich großen Umbruch in der Art und Weise, wie wir Arbeit verstehen, menschliche Arbeit.
Vieles von dem, was täglich gemacht wird von Menschen, ist letztendlich das Abarbeiten von Algorithmen, also von Batchverarbeitung. Wir nutzen unsere Augen, unsere Ohren und das, was wir gelernt haben, dass wir Sprache verstehen, also entweder weil wir es hier hören oder weil wir es auf den Augen lesen und aus den Wörtern Sätze und Semantik und eine Bedeutung machen können, und fangen dann an, mit unseren Fingern irgendwie eine Antwort zu tippen. Und wir verlieren in den nächsten 10 Jahren für viele, viele Menschen eine Grundlage, die bislang eine Sicherheit darstellte, dass sie sagten, dafür kriege ich Geld, dafür kann ich mir ein Haus bauen, dafür kann ich meine Renten, meine Raten abbezahlen. Und ich bin, auch wenn ich den Job verlieren würde, wahrscheinlich so begehrt, dass jeder Headhunter mir 2, 3 andere Angebote gibt. Und wir sehen, dass sehr, sehr viele Formen der Arbeit in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre einfach 100-mal schneller und 100-mal günstiger, wir könnten auch sagen 1000- und 1000-mal, aber das ist egal, von Maschinen gemacht werden können. Und wir werden nicht umhinkommen, das ist meine persönliche Meinung und ich bin gespannt auf die Diskussion, dass wir den Wertzuwachs oder die Gewinne, die wir machen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Robotik, tatsächlich auch wieder an die Menschen zurückgeben müssen oder ein Steuer- und ein Verteilungssystem finden müssen, dass, wenn wir es schaffen, unsere Produktivität 20, 30, 40% zu erhöhen, was gerade vor dem demografischen Wandel eine riesige Herausforderung wäre, weil wir werden auch alle älter werden, dass wir einen Verteilungsmechanismus finden, wie wir Teile dieses Wertzuwachses oder des Produktionszuwachses in der Volkswirtschaft anders verteilen werden. Diese KI wird gegen Ende dieses Jahrzehnts, vielleicht sogar schon etwas früher, dann auch physisch werden. Das heißt also, es ist nicht nur damit getan, dass wir eine E-Mail machen können oder eine PowerPoint-Präsentation, das sind letztendlich nur Bits und Bytes machen können, sondern dass wir auch Dinge bewegen können. Und wenn wir von autonomem Fahren sprechen, zum Beispiel, dann haben viele von uns ein falsches Bild. Interessanterweise, wenn ich mit Herstellern oder OEMs, also Automobilherstellern oder Automobilzulieferern in Deutschland spreche, dann höre ich die komplette Bandbreite, wie lange das noch dauert, zwischen, naja, noch 5 Jahre, noch 10 Jahre oder nie. Oder solche Aussagen wie, das werden wir nicht mehr erleben. Also ich weiß ja nicht, von welcher Krankheit Sie leiden, aber der Witz ist, wenn wir heute ins Flugzeug steigen in Frankfurt und wir fliegen rüber nach San Francisco, dann können wir uns abholen lassen vom Airport, von einem GM Cruise oder von einem Waymo-Fahrzeug, das uns durch San Francisco fährt, ohne Fahrer. 2023, das machen wir schon seit einem Jahr. Oder in Phoenix, Arizona, genau das Gleiche. Es ist natürlich noch in einem beschränkten Maße gültig, aber wir sind schon jetzt an einem Punkt, dass der Gesetzgeber sagt, es ist viel sicherer, als wenn wir einen übermüdeten Touristen, der die amerikanischen Verkehrsregeln nicht so ganz drin hat, am Flughafen da reinsetzen und durch San Francisco fahren lassen. Und künstliche Intelligenz, es geht um Mustererkennung. Also das, was wir machen mit unseren Augen, gucken uns die Welt an und sagen, aha, da ist ein Kind und da ist ein Zebrastreifen und jetzt fängt ihr Gehirn an, dieses Muster zu erkennen und eine Prognose zu machen, wie das es verhält und sie bremsen schon so ein bisschen ab. Genau das Gleiche läuft auch bei KI. Und ein selbstfahrendes Auto ist letztendlich ein Roboter. Es ist nur ein Roboter, eben nicht, wie wir ihn von Terminator kennen oder von irgendetwas anderem, sondern es ist ein Roboter, der auf 4 Rädern fährt, aber ein System, was in der Lage ist, sich autonom durch menschliche Umfelder oder Umwelten zu bewegen. Und jeder, der mir sagt, wir sollten in Deutschland oder in Europa darauf setzen, dass wir die Automobilindustrie im Jahre 2029 wieder so groß haben sollten, wie sie 2019 vom Absatz mal war, und wir reden nur von PKW, also Personenkraftwagen, der übersieht die größten Chancen. Im Jahre 2033 schätzen wir, dass der Markt für Robotik das ungefähr 3- bis 4-fache der globalen Automobilproduktion ausmachen wird, also vom reinen Volumen her oder von den Umsätzen. Wir werden Roboter für alles Mögliche bauen, für Lieferfahrzeuge, die automatisch Pakete ausliefern, kleine Roboter, die einem lokalen Supermarkt dabei helfen, die Dinge, die man nicht tragen möchte, direkt vor die Haustür zu fahren, autonom. Wir werden Pflegeroboter haben, die uns dabei helfen. Wir kommen alle irgendwann an den Punkt, dass wir Pflege oder Hilfe brauchen, uns dabei helfen, in Würde und ohne Scham Pflege in einer Art und Weise zu bekommen, die wahrscheinlich besser ist als das, was das Pflegesystem in den nächsten 10 Jahren auf der menschlichen Ebene herbringen könnte. Und wir müssen tatsächlich mal sehen, dass, wenn wir noch länger warten, mit AI, also mit künstlicher Intelligenz und Robotik, zuzugucken, ob die Chinesen und die Amerikaner da irgendwas auf die Reihe kriegen, if a trend becomes obvious,
you're too late. Dabei hätten wir alle Chancen in Deutschland, das zu tun. Das ist noch nicht mal energieintensiv. Das ist energieintensiv, weil wir denken müssen, dass wir uns Dinge vorstellen müssen, dass wir Finanziers finden müssen, die mit uns an diese Dinge glauben und die diese Zyklen kennen, die wir heute hier auch erlebt haben. Aber wir kommen an einen Punkt, an dem das wirklich sehr, sehr interessant werden wird. Wir sehen, dass daneben das Energiesystem sich ändert. Und es ist keine Frage, ob, weil die Logik sagt, wir werden jetzt nach 200 Jahren fossiler Nutzung und einem deutlichen Effekt auf das Klima und der Nutzung einer endlichen und schädlichen Ressource auf ein erneuerbares Energiesystem umsteigen. Jeder, der mir sagt, das macht keinen Sinn oder geht nicht, ist unlogisch. Wir haben genügend Energie. 12.000 Mal mehr Energie haben wir derzeit durch den Fusionsreaktor dort oben im Himmel, der zum Glück weit genug weg ist, um uns nicht zu verbrennen und nah genug ist, um uns unsere Jahreszeiten zu ermöglichen, die Sonne. Die Sonne scheint in Form von Licht und ultravioletter Strahlung 12.000 Mal mehr Energie auf die Erde jeden Tag, als wir in allen drei Sektoren, also für die Stromerzeugung, für Mobilität und für Wärme- und Kälteerzeugung als Menschheit jeden Tag verbrauchen. Wir müssen also nur einen kleinen Teil davon irgendwie richtig machen. Wir werden resilient. Und wenn man sich das wirklich mal aus einer Hubschrauberperspektive anguckt, ist es wirklich sinnvoll zu sagen, ja, wir werden auch weiterhin fossile Brennstoffe aus irgendwie Staaten importieren, was ein komplettes Wegwerfprodukt ist. Also wir importieren irgendwie einen Kubikmeter Gas oder einen Liter Öl, verbrennen den, dann ist es weg. Dann fangen wir wieder an. Also wir importieren Wegwerfprodukte, die auch noch einen schädlichen Einfluss auf unsere Zukunft haben. Wir können das eigentlich hier vor Ort machen. Das Energiesystem muss man groß denken und da könnte uns künstliche Intelligenz dabei helfen, das besser zu verstehen, weil ich glaube, und das ist das Verrückte an der KI, viele sagen, das ist toll, her damit, und andere sagen, bitte nicht, weg damit. Ich bin der Meinung, wir werden sie brauchen, um die großen Probleme und die Herausforderungen und das Unternehmerische, den Foresight zu haben, den wir machen können, den wir dazu brauchen, das zu machen. Denn ein Energiesystem, was wir jetzt haben, kann man relativ gut umbauen auf ein atmendes Energiesystem. Wenn wir es wirklich schaffen, die richtigen Speicher einzusetzen, ob Wasserstoff oder die LKWs oder die PKWs oder die stationären Batterien, schaltbare Lasten. Wir kommen jetzt an neue Punkte ran, wo wir die Energieübertragung so viel besser machen können, dass wir größere mit fast supraleitenden HGÜs, also Hochspannungsgleichstromübertragungsnetzen, global machen können. Es gibt 4 Projekte derzeit, 1 in den USA, 3 in China, die darüber nachdenken, ein weltumspannendes, so wie wir das Internet sowieso schon einmal um die Welt gespannt haben, das Gleiche für Energie zu machen. Und auf einmal sind Übertragungen von 10.000 Kilometern und letztendlich ein Erdumfang 40.000, Hälfte sind 20.000, auf einer Seite der Erde ist immer die Sonne, auf der anderen Seite ist Nacht und kalt. Wir brauchen nur Backbones, die das machen. Und wenn wir einmal die Breitengrade vernetzen und die Längengrade auch noch anschließen, dann könnten wir das relativ gut hinbekommen. All diese Dinge sind planbar, sie sind nur zu komplex für einen Menschen. Sie sind vielleicht zu komplex für einen Umwelt- und Wirtschaftsminister und vielleicht auch für einen Finanzminister und für die Leute, die in der Bild-Zeitung sich ihre Meinung bilden. Aber sie sind tatsächlich machbar, wenn wir in größeren und komplexeren Systemen arbeiten. Und das bringt mich zu dem letzten Punkt, weil ich glaube, wir müssen auch gleich in die Diskussion gehen. Ich habe Ihnen eine Liste der Dinge, auf die wir uns in der Zukunft freuen sollten, mitgebracht, die ich gestern mit unserem Head of Research kurz erarbeitet habe, wohin das Ganze führt. Und es zeigt eigentlich diesen Blumenstrauß der Opportunitäten, den wir heute so häufig vergessen in unserer informationsüberlasteten und gestressten Zeit. Die 2020er Jahre sind ein unglaublich tolles Spielfeld für Menschen, die in der Lage sind, mutig zu denken, die groß zu denken, die weit zu denken und die auch in der Lage sind, nicht nur den Status quo in ihrem Kopf zuzulassen, sondern auch eine Utopie und dann zu realisieren, kann man das umsetzen. Nummer 1, Pflege wird wesentlich günstiger, persönlicher, mit weniger Shaming, also dass man also auch Dinge hat, wo man sagt, das möchte ich eigentlich nicht, dass ein anderer Mensch an mir macht, viel mehr Aufmerksamkeit, wenn wir KI und Robotik zulassen in einen Teil unserer Pflege. Und wenn man dement wird oder Alzheimer hat und man hat einen Roboter, der 2-3 Stunden Zeit jeden Tag dafür aufwendet
unsere Synapsen wieder so zu aktivieren, dass wir uns an Dinge erinnern können, dass wir wissen, wo wir sind, was wir sind. Tolle Geschichte, die Einschränkungen in der Mobilität überwindet, dass wir Dinge, dass wir länger an unseren eigenen vier Wänden oder an einem Ort unserer Wahl leben können. Der kann sogar übersetzen, falls Sie sich entschließen, dann doch noch Norwegen zu fahren und das dort zu machen. Und es wird ein riesiger Markt sein für dieses ganze Thema Altersvorsorge und Pflege im Bereich der Robotik und KI, auch vor dem Hinblick der Demografie, die wir derzeit haben. Wir haben in der Medizin einige Fortschritte, die uns dazu, die uns vermuten lassen, dass wir in den nächsten 10 Jahren 80% der heute wichtigsten todbringenden Krankheiten recht gut heilen können. Und die gute Nachricht ist, wenn Sie es bis 2035 durchhalten, dann haben Sie eine sehr hohe Chance, über 100 zu werden. Also das heißt, vielleicht auch nochmal ein guter Vorsatz, die nächsten 10 Jahre oder 12 Jahre, die nächsten 600 Wochen nochmal da drin zu bleiben. Es geht noch nicht heute unbedingt, aber wir werden, wenn Sie es bis 2035 durchhalten, ist die Chance sehr, sehr hoch, dass 100 eigentlich keine Geschichten sind. Wenn wir von Professor Feld eben gehört haben, wie schlimm es um die Behörden und unsere Bürokratie geht, dann ist das tatsächlich eine Riesenherausforderung, aber theoretisch ist es eben recht einfach möglich. Ich habe neulich mit einem Architekten zusammengesessen, der mir gezeigt hat, was heute schon möglich ist beim Design eines Hauses. Der hat auch ein großes iPad und wir haben einfach mal gespielt. Wir hatten ein Grundstück, wir haben das auf Google Maps mehr oder weniger genommen und haben dann gespielt, wie könnte man ein Haus machen. Nach einer Stunde waren wir fertig. Er war in der Lage, einen digitalen Zwilling zu erzeugen von dem Haus mit allen Bauplänen, mit allen Mengengerüsten, mit der Statik dahinter, mit allen Elektroanschlüssen und den Leerrohren, die wir da rein mussten, mit den Dachlasten. Wir konnten das machen. Und rein theoretisch wird es in 2-3 Jahren möglich sein, auf den Knopf zu drücken und zu sagen, da machen wir jetzt einen Bauantrag raus und schicken den heute am Sonntagnachmittag um 17 Uhr zum Bauamt. Und rein theoretisch, wenn das Bauamt auch KI nutzen würde, das alle Normen einfach kennt, die einzuhalten sind, also wo man die ganzen grünen kleinen Checkmarks reinmachen muss, um das zu machen, könnte man 10 Minuten später seinen Bauantrag haben. Aber wie gesagt, das sind Dinge, an denen müssen wir tatsächlich noch arbeiten. Ich bin der Meinung, dass viele Dinge in unserem täglichen Leben billiger werden. Und ich bin sogar der Meinung, dass wir, wenn wir mittel- bis langfristig denken, Strom und Energie tatsächlich sehr viel billiger werden, als wir es derzeit sehen. Das ist kein Naturgesetz, wo wir sagen, es wird für immer teurer sein. Wir sehen, dass wir an Sonnengürteln, wenn wir Photovoltaik einsetzen, auch bei höheren Zinsen zwischen 1 und 2 Cent pro Kilowattstunde erzeugen können. Das ist Vollkosten, das ist unsubventioniert, ohne EEG-Umlage oder ohne Förderung. Ja, und klar, es kommen Netzentgelte dazu, aber es kommt kein CO2-Aufschlag da drauf. Und wir müssen irgendwie sehen, wie wir diesen Strom transportieren. Und es wäre deutlich günstiger, den mit elektrischen Pipelines, also Hochspannungs-Gleichstromübertragung zu transportieren, als ihn erst in Ammoniak oder Wasserstoff umzuwandeln, dann irgendwie wieder in Tanker zu tun und dann hier in der Brennstoffzelle wieder umzulösen. Wasserstoff wird seinen Platz haben, aber wahrscheinlich nicht ganz so groß, wie das im Moment einige Leute träumen. Denn es gibt einige Anwendungsgebiete, für die es gut ist, aber es gibt eine ganze Reihe von anderen Dingen, wo die Verstromung oder das Verbleiben in der Verstromung, und wie gesagt, merken Sie sich einfach eins, die letzten 30 Jahre wir haben digitalisiert und jetzt elektrifizieren wir alles, was Energie ist. Also das heißt, also wir tun das, was wir vorher mit fossilen Brennstoffen gemacht haben oder mit Gasen gemacht haben, einfach elektrifizieren, wesentlich einfacher zu verteilen, wesentlich einfacher zu speichern und in vielen Punkten, wie bei der Wärmepumpe, mit sogar wesentlich besserer Effizienz und einem höheren Wirkungsgrad. Recht schnell werden wir an den Tipping Point kommen, und zwar schon im Jahre 2025, in ungefähr 100 Wochen, wo in allen Kategorien von Fahrzeugen, die elektrischer Antrieb günstiger sein wird als die Nutzung eines fossilen Antriebs. 25. Und das schließt auch Lieferwagen mit ein, das Transporter mit ein, LKWs mit ein. Und es wird nicht der Umweltschutzbeauftragte sein, der ein Elektro-LKW oder Van oder PKW bestellt, sondern der Controller, der einfach sieht, es ist 20-30% günstiger. Reichweiten, Ladezeiten, das sind alles Dinge, die, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen,
kein Problem darstellen, weil ich habe ungefähr 500.000 Kilometer elektrisch hinter mir, bin nicht ein einziges Mal liegen geblieben oder zu spät gekommen und ich fahre 70.000 Kilometer im Jahr. Also es ist immer sehr interessant, wie viele Leute mir erzählen, was nicht geht, ohne dass da eine Erfahrung ist, und darum immer der gute Tipp: Wenn Sie eine Meinung über etwas haben wollen, dann müssen Sie eine Probefahrt machen und das tatsächlich mal auf längeren Sachen ausprobieren. Kurzstreckenflüge innerhalb Deutschlands oder Europa werden ab 2030 elektrisch machbar sein. Das heißt, die Batterietechnologie überklimmt gerade eine Hürde von ungefähr 400 bis 500 Wattstunden pro Kilogramm. Das bedeutet, dass wir Flugzeuge für ungefähr 2-3 Stunden mit Batterien betreiben können, zudem sie dazu kommt noch das eVTOL, also die senkrecht startenden, die dann die Zubringer zu den Flughäfen machen. Also alle, die glauben, dass Flugverkehr eine Sache der Vergangenheit war, nein, auch hier ist eine riesige Transformation in Gange und es wird tatsächlich sehr viel CO2-freier und umweltfreundlicher und sogar leiser, weil elektrische Flieger kommen. Und jeder, der daran zweifelt, gucken Sie sich mal die Luftfahrtshows im Moment an, wie viele elektrische Konzepte mit welchem Funding dahinter im Moment nach vorne kommen. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Zwei, drei letzte Sachen. Wir werden weniger nervende Werbung haben in Zukunft. Also dieses alte Prinzip, man muss nur häufig genug Ihre Augen treffen, dann werden Sie schon irgendwann ein Produkt kaufen. Das werden wir recht bald unserem persönlichen Assistenten überlassen. Also du findest für mich den besten Flug oder ein Produkt, was ich im Moment brauche. Und dann wird es auch spannend sein, wie wir den persönlichen Assistenten bewerben. Der letzte Punkt, und damit würde ich dann auch schließen und die Diskussion eröffnen. Ein riesiges Feld, was im Moment unterbewertet wird in der gesamten Megatrendbetrachtung, ist Nahrungsmittelproduktion der Zukunft. Gucken Sie gerne mal rein in die Art und Weise, wie wir zukünftig pflanzen, also einmal gentechnisch natürlich manipulieren können, aber auch wie wir diese Dinge aufbauen können. Und es wird sowohl im Bereich von Milchprodukten, pflanzlichen Produkten und eiweiß- und proteinhaltigen Produkten, wie die wir derzeit als Fleisch sehen, zu riesigen Umbrüchen kommen. Pflanzenbasiertes Fleisch oder sogar In-vitro-Fleisch wird eine höhere Qualität haben als das Fleisch, was wir normalerweise essen, weil es ist frei von Hormonen, es ist leckerer, es ist gesünderer. Es wird Fleischsorten geben, wie es das Impossible Foods derzeit vormacht, für die es gar kein Tier gibt. Also vielleicht ein Beispiel, wenn Sie in Amerika mal sind und Sie gehen zu Impossible Foods. Es gibt mittlerweile eine Fleischsorte, die ist so zart wie Hähnchenfleisch, hat diesen Umami-Geschmack von Rindfleisch und hat dann so ungefähr so die Konsistenz von Schweinefleisch. Aber es gibt kein Tier, was das produzieren kann. Aber Sie können mittlerweile die Textur und den Geschmack so machen. Vertical Farming wird mit zunehmend billigerer Solarenergie für viele, viele Länder, die unter Dürre leiden oder andere Sachen haben, zur Alternative, dass sie 365 Tage im Jahr hochwertige Bioprodukte herstellen können von hervorragender Qualität. Und letzter Punkt, wir hatten eben von Protein Folding gehört. Die Firma Remilk, israelisches Startup, mittlerweile schon recht groß, baut jetzt in diesen Tagen eine neue Milchfabrik in Dänemark, die ungefähr den Footprint zweimal dieses Hörsaals hat. Und diese Milchfabrik, die kann das Äquivalent von Kuhmilch herstellen auf der Basis, sie haben erforscht, was im Euter der Kuh so läuft, um Milch zu produzieren, und sie haben Mikroorganismen und Fermentierungsmethoden entwickelt, die mit Mikroorganismen genau das Gleiche machen, was in der Kuh läuft, und sie kriegen Milch. Und sie können auf einer Weide doppelt so groß wie dieser Hörsaal das Äquivalent von 50.000 Kühen nachempfinden, und diese Milch schmeckt wie Milch, sie ist auch Milch, sie ist nur halb so teuer, sie braucht pro Liter nur 5 Liter Wasser zur Produktion, in einer Kuh übrigens 700 Liter Wasser für 1 Liter Milch, plus Methan, plus diese ganzen Geschichten. Und wir reden nicht vom Jahre 2033, sondern von heute 2023. Sie wird Ende des Jahres ihre ersten Produkte produzieren. Auch hier wird der erste Sektor, wo wir dachten, es ist immer unter freiem Himmel, es ist immer mit Tieren, es ist immer auf einer Weide, es ist immer auf dem Acker, komplett disruptiert. Damit bin ich am Ende eines kleinen Ausflugs in die nahe Zukunft. Und ich glaube, wir müssen ab und zu den Blick heben, um zu sehen, in was für einem Schlaraffenland wir eigentlich leben. Also einmal mit unserer Freiheit, mit unserem tollen Klima, was wir im Moment noch haben,
mit der Möglichkeit zu investieren und Menschen zu helfen, die tolle Ideen haben, die Welt zu verbessern, mit jeder Menge disruptiver Opportunitäten von Industrien, die über Jahrhunderte gleich geblieben sind und die sich jetzt total verändern und disruptieren, und mit jeder Veränderung gibt es Riesenchancen. Und wir brauchen die KI, dass sie uns dabei hilft, diesen Stress abzubauen, den wir damit haben, dass wir nur versuchen, mit dieser Komplexität mit unserem eigenen Gehirn durchzukommen, sondern wir müssen sie eigentlich einladen, zu sagen, komm, hilf mir, die größeren Dinge zu verstehen. Okay. Danke. Ja, mit Blick auf die Uhr bleiben uns noch 3-4 Minuten, also 2-3 Fragen. Okay. Keine Werbung brauchen wir mehr in Zukunft. Das war natürlich ein Schrecken fürs Privatfernsehen. Ja, ich habe auch nicht vor, jetzt zu werben. Herr Thompson, meiner Meinung nach haben Sie ein paar wesentliche Faktoren ausgelassen, die uns in den nächsten Jahren beschäftigen werden, oder in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten beschäftigt werden und die genauso einflussreich auf unser Leben sind wie das, diesen ganzen technischen Ausblick, den Sie gegeben haben. Was ist zum Beispiel mit Bildungssystemen? Was ist mit organisierter Kriminalität? Was ist mit Nationalstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit? Das andere, was mich ein bisschen stört, ein Kollege von Ihnen, ein berühmter Kollege, leider schon verstorben, hat ein kleines Büchlein geschrieben, der Arbeitstag eines amerikanischen Journalisten im Jahr 2889. Mhm. Das ist ein sehr langer Zeithorizont. Ein durchschnittliches Industrieunternehmen hat einen Planungshorizont von 10 Jahren. Die Atomkraftwerke, die jetzt ins Netz gehen, werden in 60 Jahren abgeschaltet. In 22 Jahren sollen wir keine Verbrennerautos mehr fahren. Ist da für einen Forscher nicht ein Prognosezeitraum von 10 Jahren ein klein wenig albern? Albern? Also ich gebe offen zu, ich weiß, danke. Es war vor 10 Jahren noch einfacher, über die nächsten 10 Jahre zu sprechen, weil es war... vieles davon war Utopie im positiven Sinne des Wortes. Also, dass man sich etwas, dass man einfach mal eine Stunde lang sich im Kopf etwas vorstellt und sagt, finde ich das gut? Und auch das ist ein wichtiges Investitionskriterium, zum Beispiel hier, wenn ich mir vorstellen kann, das würde meinem Leben helfen, dann ist wahrscheinlich irgendwas dran, dass man sagen würde, da mache ich mal mit. Wir sind jetzt in einer Transformationszeit, die es selbst mir schwer macht, wirklich immer bei allen Dingen 10 Jahre vorauszudenken. Also ich hatte von der KI gesprochen und den galoppierenden Fortschritten, die sie alleine in den letzten 20, 30 Wochen gemacht hat, die immens sind. Und wenn ich das hochrechne, dann komme ich nicht weiter als 2-3 Jahre derzeit. Es gibt aber auch Leute, die versuchen, 100 Jahre oder 200 Jahre vorauszudenken. Es gibt diese berühmte Long Now Foundation in San Francisco mit sehr prominenten besetzten Boards. Aber wichtig ist mir dieser 10-Jahres-Zeitraum deswegen, weil wir können diesen noch gestalten, egal ob wir das Geld dafür bereitstellen oder ob wir mit Menschen sprechen und sie fördern, das zu tun. Und wir machen das auch über unsere Abstimmungen und über unsere Mitentscheidung in der Demokratie. Und das wird meiner Meinung nach zu wenig beleuchtet. Also wenn ich mir höre, worüber wir in den Medien derzeit sprechen, in einem öffentlichen Diskurs und auch auf vielen Konferenzen, auf denen ich bin, da geht es entweder über hier und heute oder eine ganz ferne Zukunft. Und 10 Jahre sind, es sind 520 Freitage wie heute. Das ist nicht viel. Und in einer Woche kriegt man recht wenig geschafft. Und wir müssen eigentlich diesen Diskurs anregen. Und ich sage ja nicht, dass alles, was ich hier sage, absolut so kommt. Aber wir haben hier im Saal 150 schlaue Menschen, online nochmal 500. Und diese Gehirne, wenn man die anregt, da kommt etwas raus. Und ich glaube, wir hatten nie eine größere Aufgabe als Menschheit, die Zukunft zu gestalten und auch die Rahmenbedingungen zu setzen, in denen wir zukünftig leben, und auch die Grenzen der Technologie aufzuzeigen und über die Ethik nachzudenken, als heute. Applaus